Also auf eine einsame Insel würde ich mein Telefon mitnehmen, Badeshorts und einen Fußball. Cut. Ja, die Atmosphäre, glaube ich, und die Erwartungshaltung sind hier bei Schalke viel größer, als es in Gladbach war. Und du hast einen sozusagen auch Druck. Du bist letztes Jahr Dritter geworden und die Atmosphäre ist super. Es sind immer sehr, sehr viele Fans am Stadion, gerade wenn die Sonne scheint. Das ist schon extrem, noch mal mehr als bei Gladbach. Und ja, alle arbeiten sehr professionell, die Leute sind total nett, höflich untereinander. Und das, glaube ich, ist ein gutes Arbeitsklima, das ist sehr wichtig. Rolle in der Mannschaft, ich bin Neuzugang mit Banetta zusammen und ich will mich so schnell wie möglich gut integrieren in die Truppe, dass ich auch weiß, wie jeder spielt, jeder Einzelne, und werde versuchen, natürlich Vollgas zu geben für den Verein, versuchen, so viele Spiele wie möglich zu machen. Ja, für die ukrainische Nationalmannschaft kann ich jetzt noch nicht sagen, weil ich habe noch keine Anfrage bekommen, noch keine Einladung. Vom Verband hat sich noch keiner gemeldet und von daher mache ich mir im Moment da keine Gedanken, aber wenn es eine Anfrage geben sollte, dann würde ich mir natürlich Gedanken machen und würde ich mir gut überlegen. Ja, ich bin sehr gut angekommen hier, die Jungs haben mich super aufgenommen und ja, sind alle sehr lustig und helfen mir, wenn ich Fragen habe. Und ja, wenn wir jetzt wieder gegen Gladbach spielen werden, ist natürlich, ja, ich habe dort schöne Jahre gehabt, aber die Zeiten sind vorbei und werde versuchen, dass wir mit Schalke zweimal gegen die gewinnen werden.